Das ist Frank Turner. Hey, this is Brian Down. Hello, Adam Green. Hi. Thanks for having me on the show. Hello. Yes, Commentals, live at Glastonbury. Yeah. Big up. And you heard the Common Talk podcast. And then you're listening to the Common Talks podcast. Herzlich willkommen zu Episode, ich glaube, 25 vom Common Talks Podcast. Heute vom Lollapalooza in Berlin-Hoppegarten. Wieder mal, wir waren ja jetzt bei allen drei Lollas dabei, eigentlich an drei verschiedenen Locations. Ja, es ist wie so ein Riesenzirkus, der noch durch die Welt zieht und man kann sich, man kann sich auf nichts einstellen so richtig. Also man, so beim Highfield weiß man halt, da ist der Campingplatz, da sind die Bühnen und so. Das ist jetzt hier die drei Jahre immer anders eigentlich. Und wir sind wieder mit den Kiddies hier, was auch cool ist, so als Festival-Ausklang, Festival-Sommer-Ausklang. Ja. Ja, gerade auf dem Festival. Das ist sehr kinder- und familienfreundlich. Aber fangen wir mal am Anfang an. Das war ja, in den Medien ging es ja heiß her, wie man überhaupt dahin kommt, wie man dann wieder zurückkommt. Und wir sind in weiser Voraussicht relativ früh gestartet am Samstag. Ich glaube so um 11, halb 12 oder so. Ja. Oh, hier fährt gerade... Hier fährt gerade eine Eisenbahn vorbei. Ja, die Lollapalooza Berlin Eisenbahn. Ja. Und im Hintergrund spielen Bonaparte. Ja. Falls ihr das hört. Ihr dürft nicht so viel hören, sonst müssen wir ja GEMA bezahlen und so. Ja, wie sind wir gefahren? Wir sind bis mit dem 194er Bus sind wir bis zu irgendeinem U-Bahnhof gefahren, ne? Genau, und von da fuhren dann auch die Shuttlebusse ziemlich gut. Also es haben Leute angestanden. Elsterweiler Platz war das. Ja. Aber ist egal, das sagt eh keinem wahrscheinlich irgendwas. Von da fuhren auch die Shuttlebusse. Ziemlich cool. Ja, wir mussten kurz anstehen, 5 Minuten oder so. Und dann sind wir gleich reingekommen in den Bus. Das ging super. Und wir sind auch eigentlich super aufs Gelände gekommen. War auch toll. Es gibt einen extra Kids- und Family-Eingang. Also genau. Ging gut. Ja. Ja, wir sind dann natürlich straight zum Kids-Appalooza gegangen wieder. Wie jedes Jahr. Haben die Kinder da abgesetzt, die sich da auch wirklich den ganzen Tag alleine beschäftigen können und wollen. Da kann man basteln, töpfern, Hula-Hoop-Reifen. Ach, da ist... Und Bands spielen ja da auch. Gestern war zum Beispiel, das wurde heiß erwartet von unseren Kindern, abends die Klopapierschlachten mit... Genau, vom Bummelkasten Max. Ja. Ja, das war wohl cool. Also wir waren ja nicht da. Wir haben uns die Beatsticks angeguckt. Praktischerweise haben die genau zeitgleich mit den Beatsticks hat das stattgefunden, dass wir also in Ruhe da in die erste Reihe pilgern konnten. Genau. Ja, ja. Aber vorher war ja noch große Aufregung. Wir hatten ja noch ein Interview. Richtig. Wir dachten ja erst mit dem Thomas. Genau, uns wurde gesagt, Thomas wartet auf... Also der Schlagzeuger von den Beatsticks. Biene musste auch das Interview alleine machen diesmal, aus Gründen. Ja. Liebes Lolla, wir brauchen nächstes Jahr mehr Kapazitäten. Naja. Ja, und dann erwartete dich Totze. Ja, aber der war so nett, also wirklich ein total sympathischer Gesprächspartner. Macht ja auch eine Radioshow. Ich glaube, der ist auch so der kompetenteste Quatschpartner von den Beatsticks. Ja. Hat er am Ende auch gesagt, ja, also labern kann ich. Ja. Hat er recht. Hört einfach in Episode 24 rein, da werden auch die Tourdaten verraten. Naja, die Tourdaten werden nicht direkt verraten, aber... Ob denn eine Tour noch ansteht dieses Jahr? Richtig, und wenn ihr das hier hört, wisst ihr wahrscheinlich schon, dass eine ansteht. Ja, ihr könnt... Hört es euch an. Ja, ja, waren die Beatsticks eigentlich die erste Band, die wir uns gestern angeguckt haben? Kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Nee, ich habe ja die Vaccines noch gesehen. Die waren toll, die waren super, da habe ich mich auch richtig drauf gefreut. Was ist denn so toll an denen? Na, die spielen so cool. Die haben coole Lieder, hier dieses Wrecking Ball und Post-Breakup-Sex. War toll, haben sie alt gespielt. Ja. Und woher kommen die eigentlich? Die kommen aus London, glaube ich, aus England. Ah. Ja, und der Sänger Justin, ein bisschen Pop-Gossip, ist ja der Justin, der in Frank Turners, wie heißt das Lied? In Frank Turners Song erwähnt wird. Wo er alle aufzählt, die halt da in diesem Nambuka-Gang irgendwie waren und... Ach verdammt, naja, ihr findet's raus, googelt's einfach. Ihr habt da eine kleine Hausaufgabe. Ja.
Genau, und danach sind wir zu den Beat Six gepirscht und sind tatsächlich an der Seite noch in die erste Reihe gekommen. Es ja, war aber easy, war? War toll. Ja, war easy, da hinzukommen? Überhaupt ist es cool. Also man kann gut... Das ist irgendwie besser als im Treptower Park letztes Jahr. Man kann gut nach vorne zu den Bühnen, so an den Seiten lang. Irgendwie ja, das ist mehr Platz einfach. Funktioniert, ja. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr bei Radiohead, das war unmöglich, da nach vorne noch zu kommen. Ja. Aber wer weiß, wie es heute bei Foo Fighters wird, wa? Ja. Mal gucken. Ja. Genau, heute spielen die Foo Fighters. Gestern waren Mumford & Sons die großen Headliner. Ja, das war echt schön gewesen. Die Stimmung, also dadurch, dass sie hier beim Lolle auch immer alles so richtig schön schmücken und diese bunten Lichter überall und dann Mumford & Sons, auch das war einfach, dieses Ambiente hat total gestimmt, das war schön. Die Kinder haben vor uns auf den Jacken gelegen und fast geschlafen und wir haben drumherum gestanden und Mumford & Sons gehört, war echt toll. Ja, und wenn man hier genau mal hinguckt, dann sieht man auch so ein bisschen die Berliner Pop-Prominenz rumlatschen. Stimmt. Wir haben gestern im Kitzelpalooza haben wir Rott mit seiner Tochter gesehen, der da rumgeirrt ist und völlig unbehelligt. Jedenfalls mit irgendeinem Kind, wissen wir jetzt ja, nicht. Ja, wissen wir nicht, aber mit einem Kind. Ja. Und ja, war aber auch sehr cool, dass er da halt einfach so rumgelaufen ist und auch rumlaufen konnte, ohne dass er belagert wurde. Ja. Und Jürgen Vogel hast du gestern noch entdeckt, ne? Ja, ich glaube, ich habe Jürgen Vogel gesehen bei den Beatsticks. Mhm. Und... Mehr war er nicht. Vielleicht sehen wir Dave Grohl heute noch rumlaufen. Ich glaube nicht. Als ich gewartet habe auf Totze da in diesen Interview-Slot-Zelten, was habe ich da? Da war George Ezra gesehen. Und ich habe den überhaupt nicht erkannt und der kam zu mir da rein und dachte wahrscheinlich, ich interview den jetzt, aber ich habe ja nur gewartet auf Totze und ich meine, ey, wer bist du denn jetzt? Und dann kam die Managerin gleich, nee, falsch hier, das ist doch George Ezra. Oh, aha, okay. Ja, haben wir den auch mal gesehen. Aber nicht interviewt. Der war total unscheinbar, wie so ein, weiß ich nicht, Schuljunge, so ein Gymnasiast oder so. Ja. Ja, aber auf der Bühne ist er natürlich, da rockt er. Ja, war schön. Na, wobei, wir haben nicht gesehen. Aber wir haben Budapest gehört, kurz. Ach, und gestern Abend, Materia war ja wohl, soll ja wohl sehr geil gewesen sein. Wir haben es ja leider nicht gesehen, weil wir waren von weitem gehört, ja. Noch im Kitzfeld, da haben mit unseren Kindern noch Abendbrot gegessen. Ein sehr teures Abendbrot. Naja. Und sind dann mit den Kiddies zu Mumford & Sons noch. Aber Materia war wohl cool. Arnim kam noch auf die Bühne. Casper war wohl auch noch da. Mhm. Und noch ein paar andere. Ja, haben wir leider verpasst. Gucken wir uns auf Arte an. Genau. Ja. Ich glaube, hier wird eine Menge übertragen, ne? Ja. Ja. Genau. Ja, und bei Mumford & Sons sind wir dann aber auch nach 5 Songs gegangen. Und wir dachten schon, wir sind ganz schön spät dran, weil die Bahn war brechend voll. Das war, und vor allem mit kleinen Kindern war das, jetzt kommt die Eisenbahn wieder, war es jetzt nicht so cool. Aber wie sich herausgestellt hat, heute früh in Nachrichten haben sie gesagt, wir hatten noch Glück gehabt, es wurde noch schlimmer wohl. Also wir wissen nicht, wie die Abreisesituation dann gestern war, aber es war wohl chaotisch. Wir sind, ich glaube, wann sind wir gefahren? 10:30, 11 irgendwie? Ja. Ja, und da war es noch gerade so okay. Es war schon sehr eng, aber die haben Rücksicht genommen, fand ich. Als sie gesehen haben, da ist noch ein kleines Kind dabei und so haben sie eigentlich... Man muss halt sagen, dass Hoppegarten ist echt am Rand. Also, ist Brandenburg, ne? Es ist Brandenburg, genau. Ja. Es gibt einen Bahnhof mit 2 Gleisen, wo auf einem gebaut wird. Also es gibt nur ein S-Bahn-Gleis. Man kann eigentlich gar nicht noch mehr Züge hinzuziehen. Die haben aber jetzt erhöht auf 10-Minuten-Takt. Das ist ja schon mal gut. Naja, ja, es wird wahrscheinlich auch anstrengend heute Abend. Ja, es gibt auch Shuttlebusse. Ich weiß nicht, wie die funktionieren heute. Gestern sind sie wohl dann auch zum Teil ausgefallen. Und naja, es meckern viele, aber ich muss auch sagen, bei uns lief es gut. Also, bei uns lief es gut. Und wie gesagt, es ist halt das dritte Mal. Und das dritte Mal an einem anderen Ort. Also wenn man dem Lolla jetzt endlich mal einen festen Platz, der meiner Meinung nach nicht Hoppegarten sein muss, zusagen könnte, dann würde das dem Festival wahrscheinlich auch helfen, aus Sachen zu lernen und halt im nächsten Jahr dann zu wissen, da müssen wir mehr machen, da müssen wir mehr Busse, mehr Bahnen und so. Aber wenn die immer nicht wissen, wo sie überhaupt sein dürfen und diese Meckerspießer Berlin, die überall vertreiben, ja, dann wir drücken einfach die Daumen, dass es sich in Zukunft, dass es Lolla in Berlin bleibt. Weil es ist wirklich eine Bereicherung, finde ich. Und man hält es auch mal aus, ein Wochenende Krach zu haben.
Und sollen die doch froh sein, die um die Ecke wohnen. Letztes Jahr haben wir um die Ecke gewohnt am Treptower Park und das war cool, einfach da hinzulaufen. Aber naja, jeder wie er will, wa? Das ist doch schon mal ein gutes Schlusswort für den ersten Take. Okay, ja, wir gucken jetzt erstmal noch rum. Genau, wir gucken uns noch ein bisschen Bonaparte an. Ich werde mal mein erstes Bier holen heute. Und dann melden wir uns nachher nochmal. Richtig. Huch, da sind wir nochmal. Eins haben wir nämlich noch vergessen. Ja, jetzt haben wir so viel erzählt, wie wir in die erste Reihe gepilgert sind zu den Beatsticks und haben ganz vergessen zu erzählen, was da eigentlich abging. War cool. Ich fand's total toll. Also die haben ja im Helden gespielt, haben auch, wie lange haben sie denn gespielt? Eigentlich anderthalb Stunden? Ein und eine Viertel? Irgendwie so. Und ein paar coole neue Lieder. Also ich find ja die neue Platte echt gut, wa? Und auch wie Totze gestern gesagt hat im Interview mit dir, dass es halt viele Meckerer auch gab und so, aber ich finde die richtig gut, die Platte. Und ich mag die Songs auch live, die neuen. Mhm. Und ich finde auch cool, dass sie sich dann nochmal zusammensetzen und sagen, oh, das und das hat noch nicht so ganz gerockt, da müssen wir nochmal was anders machen. Ja. Nick, also cool von der Rock'n'Roll. Wahrscheinlich gibt es jetzt hier auch wieder Meckerer, die halt sagen, naja, Festival, ja, und da kamen die nicht so richtig gut rüber und so, aber ich fand's cool. Die haben auch ein paar echt alte, coole Kracher noch gespielt. Ja, und Hey Du haben sie gesungen. Ja, das Peter. Linie-1-Lied. Was sie ja eigentlich nicht mehr machen, da kommt ja jetzt eigentlich an der Stelle immer Billy Bragg's New England. Ja, fand ich cool. Und Frieda. Und Frieda und die Bomben und die von Turbostart. Ja, also waren alle Smash-Hits. Eigentlich schon, wa? Alle Granaten dabei. Die waren noch, glaube ich, gut berührt. Ja, so. Wahnsinn. Und Arnim hat ja auch erzählt, bei denen ist auch gerade so viel los. Halt neben der Platte hat da gerade einer von denen noch ein Kind gekriegt. Und Einschulung. Seine Tochter hatte Einschulung den Vormittag. Und ja. Also das ist wahrscheinlich auch ganz schön krass, vormittags das Kind einschulen. Und dann, ja, wir müssen jetzt leider alle, Papa muss zur Arbeit. Aufs Festival, kommt doch alle mit. Ja, ja, naja, war auf jeden Fall. Konzert-Review wollten wir noch. Ja, Beatsticks waren toll. Und Beatsticks, ja, wir freuen uns auf die Tour. So, jetzt aber. So, wir haben uns jetzt hier mit Tommy vom Lolla kurz verabredet. Erklär mal kurz, was du hier machst. Ich leite die komplette Presse- und Marketingabteilung und bin dann noch zuständig für die ganzen Labels, die hier vor Ort Promo mit den Künstlern machen. Wir haben ja jetzt schon anderthalb Tage rum. Wie ist denn dein Fazit bisher? Eigentlich sehr gut. Ich finde, das Festivalgelände ist mega. Ich habe das Gefühl, es kommt irgendwie auch gut an bei den Leuten. Ist ja für uns auch jedes Jahr eine neue Herausforderung, weil dritte Ausgabe Lollapalooza, dritte Location. Ist nicht so ganz einfach immer, aber auf eine Art hält man das Festival damit natürlich auch ein bisschen spannend, weil die Leute jedes Jahr tatsächlich neue Sachen zu entdecken haben. Ich glaube, gestern waren über 85.000 Leute auf dem Platz. Das ist super. Ne? Im letzten Jahr waren wir bei 70.000, im ersten Jahr bei 45.000 pro Tag. Also merkt man, dass das Interesse auch doch irgendwie gestiegen ist. Leider so ein bisschen Probleme gehabt mit An- und Abreise. Es war uns im Vorfeld auch klar, dass es für alle eine Herausforderung wird. Aber ich hatte das Gefühl, dass die meisten Leute doch relativ ruhig geblieben sind. Und wenn ich jetzt rausgucke, habe ich das Gefühl, die meisten sind auch wiedergekommen, was für uns ja auch ein gutes Zeichen ist. Hast du denn ab und zu auch Zeit, dir mal selber ein paar Bands anzugucken? Leider kaum, ne? Das ist immer so, man stellt sich das so vor, wenn man so beim Festival arbeitet, dass man da auch viel sieht. Ich glaube, heute Abend wird es so ein bisschen entspannter, was für mich mega ist, weil ich super Foo Fighters-Fan bin, wie wahrscheinlich jeder hier. Ich habe die auch schon zweimal live gesehen, also in so abgespeckter Version mit Fleetwood Mac habe ich die vor ein paar Jahren in den USA irgendwann mal gesehen, aber ich habe sie noch nie vor so einer großen Crowd gesehen und ich hatte jetzt so ein bisschen geschaut, wir haben Glastonbury und Roskilde gespielt, hatte ich mir so ein bisschen angeschaut im Netz und fand ich halt einfach mega, ne? Ist halt ein geiler Typ, die Band ist irgendwie geil und ich finde halt, es ist halt so wirklich eine der wenigen, die du wahrscheinlich an einer Hand abzählen willst, einfach richtig geile Festivalband. Also ja. Das ist halt das, was man ja doch hier und da mal vermisst. Und ansonsten probiere ich manchmal so ein bisschen mir Sachen anzugucken, die ich gut finde, aber mehr als ein, zwei Songs klappt dann irgendwie leider doch nicht. Wir hatten, letztes Jahr war ja Perry Farrell, der Oberchef vom Lolla auch da, ist ja dies Jahr auch wieder zu. Ja, der ist auch da, ne? Der ist ja
Er kommt immer eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, wann habt ihr den kennengelernt? Wir haben mit ihm gesprochen. Ja. Er hatte sich auch total in den Treptower Park verliebt und hat gar nicht verstanden, warum das da nicht wieder ist. Und ja, ich glaube, der Perry, der ne, ich meine, der ist der Gründer von dieser ganzen Ursprungsidee vom Lollapalooza. Der ist jetzt natürlich so, sagen wir mal, bei diesen ganzen operativen Entscheidungen, muss man, es ist ja so eine internationale Brand, da stehen natürlich Promoter dahinter, da ist er eigentlich nicht so dabei. Ne? Ja. Er kommt aber immer vorbei, findet immer alles cool, glaube ich, einfach. Ne? Der ist so super begeisterungsfähig und man sieht ihn ja dann auch manchmal mit seiner Frau Etty so übers Gelände schlendern. Und der hat immer viel zu erzählen und der hat Spaß. Und ich meine, es ist ja toll, dass der so von Grund auf einfach so wahnsinnig begeisterungsfähig auch ist. Und ich glaube, wenn man sich mit dem heute unterhalten würde zum Thema An- und Anpreisen, würde der auch da noch was Gutes finden, weil er dann sagt, das ist irgendwie ein Festival. Ich erinnere mich, im ersten Jahr hatten wir so eine Geschichte in Tempelhof. Da hatten wir am ersten Tag in Tempelhof so ein bisschen Toilettenprobleme und dann hatten wir... Die Dixi-Kalypse. Und es gab auch so ein paar sehr unschöne Momente, weil halt dann einfach Leute sich so erleichtert haben an Bauzeug. Was natürlich am nächsten Tag thematisiert wurde bei so einer kleinen Pressegeschichte, die wir vor Ort gemacht haben. Und Perry wurde dann darauf angesprochen. Und dann hat er, glaube ich, sowas gesagt wie if this is not fucking indie, then I don't know what fucking indie is. Und dann, das rettete so ein bisschen die Situation. Ne? Und der ist so die gute Seele vom Lollapalooza und es macht auch immer Spaß mit ihm. Und er ist auch großer Foo Fighters-Fan, oder? Ja, der ist, ich glaube, der, also der ist ja so absurd, ne? Der macht ja selber mittlerweile auch noch Musik und macht ja Jane's Addiction, aber legt ja auch elektronische Musik auf. Aber tatsächlich ist er super großer Foo Fighters-Fan auch, das habe ich auch schon mitbekommen. Ja. Mal nochmal zurück zur Organisation. Wie schwer ist es denn, also es sind jetzt mehrere Fragen in einer, wie schwer ist es denn, du hast ja gesagt, es ist das dritte Jahr, dritte Location, so umzuplanen und daran anknüpfend irgendwie, kannst du schon eine Aussage machen, wie es nächstes Jahr ist, ob es wieder hier ist oder vielleicht auch an? Also ich sag mal so, jeder, der so eine Veranstaltung in der Größe macht, ne, der wird natürlich irgendwie sich wünschen und wissen, dass es am einfachsten ist, man ist irgendwie immer in derselben Location. Mhm. Also weil das ist natürlich, also wir müssen uns jedes Jahr neu einstellen auf eine Location. Ne? Wir haben im Grunde genommen bestimmte organisatorische Erfahrungswerte, weil wir machen auch noch andere Festivals, ne? Das geht dann so aus dem FF, aber viel steht und fällt ja mit dem Gelände einfach auch. Ne? Und ich meine, wir sitzen eh an so einem großen Festival wie Lollapalooza, sitzen wir so ein Jahr dann auch mit der ganzen Vorbereitung. Also wir wissen jetzt teilweise schon, wer nächstes Jahr spielt und planen so produktionstechnisch. Wer denn? Ja, nice try. Okay. Und das ist halt jedes Jahr eine neue Herausforderung und das ist nicht besonders nachhaltig, jedes Jahr woanders zu sein, weil du, wenn du eine feste Location hast, kannst du mit bestimmten Aufbauten immer wieder spielen. Ne? Das machen wir jetzt hier auch. Die großen Bühnen, die sind auch immer gleich gewesen bis jetzt. Also ganz viele Sachen musst du halt jedes Jahr neu machen. Oder man lernt halt auch Sachen, die irgendwie schiefgelaufen sind, dass man dann... Ja, aber auch da, wenn man sich jetzt die Gelände anguckt, auf denen wir waren, die sind halt auch super unterschiedlich. Ne? Also aus den Erfahrungen vom letzten Jahr vom Treptower Park können wir eigentlich nichts mitnehmen, weil das vom Gelände, von der, ne, wie das verwinkelt war und so, war halt komplett und anders. Und auch Tempelhof und ist komplett Tempelhof anders. Tempelhof war wesentlich überschaubarer. Und es war irgendwie auch eine andere Einlasssituation. Ich meine, das hält es, wie ich vorhin gesagt habe, hält es natürlich so ein bisschen spannend und ist irgendwie auch eine Herausforderung, weil es so ein bisschen die Leidenschaft mit sich bringt, dass man probiert natürlich neue Sachen für die neue Location auch zu entwickeln, weil das ist ja schon was, wo wir ein großes Augenmerk einfach drauflegen, wenn man so übers Gelände geht. Ne? Also für uns ist es mehr als einfach nur vier Bühnen, wo die Leute halt Musik hören, sondern wir probieren überall eigentlich so eine Lollapalooza-Handschrift für uns hier in Berlin reinzubringen. Ne? Das kann man jetzt zum Beispiel doof finden mit Sponsoren, aber wir probieren auch die Sponsoren gut zu integrieren. Mhm. Also gutes Beispiel ist zum Beispiel, ich finde dieses Absolut da hinten, das ist mega. Ne? Die sagen auf halt, die Fall, haben Bock auf so Installation und Kunst und Artistik und dann machen wir das halt. Ne? Und das ist spannend, aber das ist halt jedes Jahr eine Herausforderung. Und natürlich würden wir uns wünschen, dass wir mal für ein paar Jahre irgendwo sind, damit wir einfach auch so ein bisschen mehr Planungssicherheit haben und uns dann vielleicht auch einfach noch mehr auf die Inhalte konzentrieren können, weil so ein Location-Wechsel heißt für uns auch, wir müssen uns mit ganz vielen Themen beschäftigen,
die andere Festivals nicht machen müssen, ne? Weil das Thema Anreise bei Rock am Park ist immer das gleiche. Na gut, die haben jetzt auch gerade gewechselt, ne? Aber es ist in der Regel halt immer gleich. Wir müssen halt jedes Jahr wieder mit den Behörden, mit den Ämtern, mit den Anwohnern, der BVG. Mit der BVG, mit der S-Bahn und so jedes Jahr neu, ne? Die Runde so. Und das ist natürlich, das raubt einem auch so ein bisschen Kraft und Energie und die würden wir vielleicht gerne aufbringen für eine feste Location. Würde den Hopgarten das neue Zuhause für Lolla? Schauen wir mal. Wir haben ja relativ klar gesagt, dass wir uns das jetzt hier angucken. Wir haben theoretisch die Option, dass wir länger hier bleiben können. Mhm. Wir setzen uns jetzt die Tage, sicherlich erst nach dem Aufbau, hin, sowohl mit dem Treiber der Rennbahn als auch mit der Gemeinde Hoppegarten. Mhm. Auf deren Seite gibt es ja natürlich irgendwie Bestrebungen, dass man hier bleibt. Das, was ich gesagt habe, Festivalgelände ist mega, aber man muss sich natürlich auch angucken, wie hoch ist die Latte für Positives, wie hoch ist dann am Umkehrschluss das Negative und am Ende muss das Gesamtpaket stimmen. Ne? Jetzt könnte man sagen, das Thema An- und Abreise ist schwierig, muss man sich überlegen, ist es wirklich realistisch, dass man es nächstes Jahr besser hinbekommt und wir gucken uns das jetzt an. Ehrlich gesagt, ich habe dazu noch gar nicht so wirklich ein Gefühl und dann gucken wir einfach mal. Ne? Also liegt es jetzt eigentlich bei euch? So, ihr habt die Option und... Wir haben die Option und dann werden wir, glaube ich, innerhalb der nächsten Tage, Wochen sagen, machen wir es hier oder machen wir es woanders? Wir hatten ja ein bisschen die Sorge, dass Berlin das Lolla so langsam vertreibt irgendwie. Ich glaube gar nicht. Ne? Also da müsste man sicherlich natürlich nochmal beim Senat oder bei der Stadt nachfragen. Ich möchte das mal so formulieren. Ich glaube vielleicht, eine Stadt wie Berlin braucht vielleicht auch ein bisschen, um das Potenzial und die Bedeutung für so ein Ding irgendwie zu erkennen. Also ich meine, wir kriegen super viel Unterstützung wirklich von der Stadt Berlin, haben wir auch in den letzten Jahren. Ich meine, es war ja irgendwie toll, dass wir haben ja, glaube ich, 7 Monate oder 8 Monate vor Festival vom letzten Mal mussten wir die Location wechseln, weil dann zum Glück die Stadt gesagt hat, wir nehmen viele Flüchtlinge auf, die sollen in Tempelhof untergebracht werden, deswegen können ja keine Events stattfinden. Da war natürlich die Stadt ein super Support für uns, weil die Stadt auch sich stark dafür gemacht hat, dass wir im Treptower Park, was sehr umstritten war, auch stattfinden können. Ne? Also es ist halt schon da. Ich glaube, es ist, ich meine, Berlin ist halt einfach eine Stadt, ne? Du hast da alles, du hast da immer und viel. Ja. Das ist es, glaube ich, das erste Mal, dass es einem Veranstalter oder jemandem gelungen ist, so ein Festival wirklich funktionieren zu lassen in der Stadt. Klar, es gibt auch negative Sachen, aber die Zahl an Leuten und die Aufmerksamkeit spricht ja irgendwie auch für sich. Und ich glaube, das muss hier und da erstmal verarbeitet werden. Ne? Also, dass man das auch wirklich für voll nimmt, dass man auch wirtschaftliche Aspekte einfach erkennt, die so ein Festival für eine Stadt mitbringt, wenn da irgendwie 90.000, 85.000 Leute pro Tag sind. Und ich kann das aus Erfahrung sagen, wir haben ja selber das Berlin-Festival früher auch gemacht. Ne? Das hat ja so bedingt nur formuliert. Ne? Das war so nichts Ganzes, nichts Halbes irgendwie. Und jetzt hat man mal so ein Teil, was halt für die Stadt total gut ist. Und ich glaube, die Mühlen malen da so ein bisschen langsamer. Aber da sind wir irgendwie auf einem guten Weg. Ne? Wir kriegen irgendwie auch Zuspruch. Ich sehe ja auch, wer hier so von den Politikern, Behörden und so vorbeikommt. Und wie gesagt, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber ich glaube, am Ende des Tages können wir jetzt nach 3 Jahren super stolz sein, weil ich das Gefühl habe, dass zumindest bei den Berlinern und sicherlich auch hier im Umland das Festival irgendwie angekommen ist und eine feste Institution ist und die Leute sich dann doch auch irgendwie darauf freuen. Ne? Und es ist ja schon einfach, egal aus welchen Gründen, medial ein großes Thema in der Stadt irgendwie zumindest. Ne? Und wenn wir uns die Ticketverkäufe anschauen, sind super gute Ticketverkäufe und ein Großteil ist wirklich in Berlin. Also das ist jetzt gar nicht so, dass man sagt, ja, die kommen jetzt von überall her. Das muss man, glaube ich, auch erstmal schaffen, in Berlin so viele Tickets zu verkaufen. Das ist die Kunst vielleicht auch, was es Lollapalooza so ein bisschen ausmacht oder besonders macht. Weil, was ich gesagt habe, in Berlin hast du was, jede Woche spielt halt irgendeine Rihanna, irgendeine Foo Fighters, irgendein Coldplay und so. Und deswegen, glaube ich, haben wir vielleicht genau die richtige Formel gefunden mit allem drumherum, warum die Leute das cool finden. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja, wir drücken weiter die Daumen. Danke Lola euch. Und so, ja, und vielen Dank. Ne? Und viel Spaß dir noch vor allem. Wir finden auf jeden Fall statt nächstes Jahr. Gut.
das war Tommy vom Lollapalooza. Und wie ihr ja gehört habt, es ist noch nicht so richtig raus, wo es Lollapalooza nächstes Jahr stattfinden wird. Aber es ist raus, dass es eins gibt. Richtig. Und das ist gut. Also ich finde auch, er hat recht, dass Berlin auch sowas braucht irgendwie und dass das auch hierher gehört. Ja, wie ihr hört... Es ist ganz ruhig um uns rum. Hat uns die Stille wieder. Wir sind mittlerweile zu Hause angekommen. Es ging doch besser als erwartet, heute auch wieder. Also ja. Ich bin ein bisschen eher gefahren mit den Kids, du bist noch bei den Foo Fighters geblieben. Und wir konnten sogar in der S-Bahn sitzen. Ja, es ging heute ein bisschen reibungsloser. Also mal sehen, was die Nacht noch so bringt dann bei den Leuten, die noch da sind. Aber die XX spielen ja noch nach den Foo Fighters. Ja. Aber ja. Mal sehen. Ja. Wen haben wir denn noch gesehen dann nach Bonaparte? Bonaparte hatten auf jeden Fall so ein krasses Ende. Die waren cool, ja. Eine Verrückte war dann komplett covered in Glitzer. Irgendwas Rotem und Glitzer. In Schleim und Glitzer. Und irgendwann dann auch nackig auf der Bühne. Und das Lustige war ja, irgendwann, also lange nachdem sie fertig waren, stand da genau so vorm Kitzerpalooza und hat telefoniert, was da wohl die Kinder und gedacht haben. Das sah ein bisschen so aus, als hätten ihn die Ordner vielleicht da nicht durchgelassen. Ja. Ja. Aber du hast sie ja noch gesehen, ne? Die waren ja dann mit ihren... Ja, aber nicht dieser verrückte Typ, sondern der Sänger. Der Rest der Band. Ja, so zwei, drei von denen sind da durch die Kinder, durchs Kidspalooza noch geschlendert und haben sich alles angeguckt. Ja. Ja, und dann war... Ach so, dann waren wir tatsächlich im Kidspalooza noch. Da war dann die Unter-meinem-Bett-Konzerte. Und unsere Tochter hat erzählt, Dota war da. Die haben wir nicht gesehen. Die hat auch ihr Rennrad-Hit performt irgendwie. Und Käthe war da, hat mit den Kindern gesungen. Und ganz viele andere. Also ich glaube, das war richtig cool. Da saßen noch ganz viele Eltern rum davor, vor der Bühne und haben mitgesungen und so. Und nicht nur Eltern. Ja, ja. Nee, Eltern und Kinder, aber auch sehr viele Eltern. Also es war total schön. Mhm. Und vor allem, weil ja heute auch die Sonne da war. Das war toll, ja. Und es hat auch total gepasst. Wir waren ja dann noch bei Annenmay Kantereit. Ja, verspreche ich mich jedes Mal. Bei denen jedenfalls. Und da war gerade so schöne Abendsonne, die auch direkt auf die Bühne geschienen hat. Das war einfach, da hat total gepasst, so zu der Musik, fand ich. Ja, war sehr gechillt. Ja. Danach haben wir uns Crow angeguckt. Unsere große Tochter wollte Crow sehen. Wir haben ja Crow schon mal gesehen, ne? Und da war das auf dem Berlin-Festival? Das war auf dem Berlin-Festival. Ja, und da haben die nach, da hat Crow nach Plan B gespielt. Und ich kann mich noch erinnern. Nach Johnnys Band. Genau. Das bei Crow stand Johnny neben uns. Und wir haben ihm noch, wir kannten ja Crow nicht irgendwie und haben nur so uns gewundert, warum da stand halt ein Panda-Bär auf der Bühne. Warum die Kiddies auch so abgehen da und Johnny stand neben uns. Und wir haben Johnny auf die Schultern getippt und ihm gesagt, also euch mit Plan B fallen war viel besser. Das war irgendwie sehr lustig, da hat er sich sehr bedankt. Ja, Johnny, falls du das hörst, wir haben ja auch noch... Ein Bier offen. Ein Bier offen, genau. Ja, haut mal wieder ein Spreebier-Podcast. Ja, unbedingt. Raus. Genau. Ja. Gut, das war Crow, das war dann mein Ende mit den Kids. Bin ich dann nach Hause und du warst dann, erstmal hast dich ewig nach Essen angeschaut. Ich habe mich dann, genau, ich habe mir dann gedacht, ich hole mir mal schnell was zu essen noch vor den Foo Fighters. Ging nicht, war nicht, also ich habe eine halbe Stunde angestanden, wie alle anderen auch. Also, ja. Das war halt viel mit anstehen, das Lollar. Trotz Cashless, wo das ja eigentlich dann schneller gehen sollte, aber ja, hat ewig gedauert. Naja, es gab ein Burrito, war gut. Na, immerhin. Immerhin. Ja, dann kamen die Foo Fighters. Genau, das ging los mit einer angerissenen Gitarre von Dave Grohl und man hat schon gemerkt, so, also ich stand in dem Moment gerade noch an dem Burrito-Stand und habe mein Essen in Empfang genommen und man hat gemerkt, wie alle plötzlich sich umgedreht haben und so, wow, wir müssen los. Und ja, dann sind auch alle losgestürmt dahin. Ja, und das war cool. Also die haben losgelegt eigentlich, also ja, wer die Foo Fighters kennt, ist eine Festivalband und Dave Grohl war in Spiel und auch in Quatschlaune, wie immer. Und ja, Tommy hatte ja schon erzählt vorhin, dass Perry Farrell auch auf dem Gelände ist. Und ja, eigentlich hätte man sich vielleicht denken können,
Er ist dann auch bei den Foo Fighters auf die Bühne gebeten worden. Und ich glaube, ich kannte das Lied nicht. Ich glaube, sie haben ein Jane's Addiction-Lied gesungen. Aber ich kannte es nicht. Verbessert mich in den Kommentaren. Aber war es gut? War cool, ja. War, ja, ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ein bisschen unspektakulär. Ist halt wieder gegangen, so. Ist er nicht gesungen, ist wieder gegangen. Hat er gar nichts gesagt? Na doch, er hat so in seiner Art, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Vorm Lied hat er irgendwie Let the music start. So in seiner krassen Stimme irgendwie. Also man denkt ja immer, peripherell ist auf Dauer Droge irgendwie, aber wahrscheinlich ist er einfach nur so. Er ist einfach irgendwie ein Hippie tief im Herzen, keine Ahnung. Dauerhippie. Ja. So war er auch in dem Interview, was wir letztes Jahr mit ihm hatten. Könnt ihr ja vielleicht auch nochmal reinhören. Ja. Ja, war ein krönender Abschluss. Foo Fighters. Es war, also ich habe die zweite Hälfte noch auf Arte gesehen. Das war ja so voll. Das sah krass aus. Die Menschenmengen. Boah. Ja, und die meisten werden jetzt dann wahrscheinlich dann auch nach Hause gefahren sein. Naja. Hoffentlich gut angekommen. Die XX habe ich nicht mehr gesehen. Leider eigentlich. Hätte ich mir auch gerne noch angeguckt. Aber morgen ist ja Montag. Ja, und damit ist auch der Festivalsommer beendet. Ja, sieht so aus, wa? So schnell ging es rum wieder. Aber war ein schöner Abschlusstag heute nochmal, so schön sommerlich. Und vor allem, ja genau, ich wollte gerade sagen, mit Wetter. Ja. Das war cool. Das stimmt. Ja, und das war auch Folge 25, glaube ich, 24, 25 vom Common Talks Podcast. Dann, ja, wir hoffen, ihr hattet Kommt ein bisschen Spaß. Kommt gut in den Herbst rein. Genau. Bleibt uns treu. Wir euch wahrscheinlich auch. Mal sehen, was als nächstes kommt. Ja, und wenn ihr noch irgendwas erzählen wollt zum Lolla, dann schreibt uns einfach eine Mail oder in die Kommentare oder bei Facebook, wo auch immer. Ihr erreicht uns überall eigentlich. Ja, und wenn euch der Podcast gefällt, dann wie immer weiter verbreiten, liken. Ihr wisst schon. So, dann time to say goodbye. Entlassen wir euch in den Herbst. Okay. Tschüss. Macht's gut.